Servus miteinander und herzlich willkommen wieder zurück zu Long War 1 auf dem Schwierigkeitsgrad Impossible und wir fahren nach Russland. Naja, was heißt fahren? Wir fliegen dahin und es handelt sich dabei um eine Swarming Abduction. Das kann interessant werden. Ich habe schon überlegt, ob ich vielleicht noch einen zweiten Babysitter mitschicke, einen Scout, um eventuelle Overwatches zu triggern. Aber ich denke mal, dass ein Gunner da ausreichen sollte. Denn den März sollte man schon ausnutzen, dass man so viele Rookies wie möglich hochtrainiert. Und ja, unsere Ausrüstung ist auch soweit klar. Brechen wir direkt mal auf. Los geht's. Und da sind wir schon. We'll be deploying to Russia for this one. Alien activity continues to surge within several major cities. Our response is crucial to minimizing the spread of panic. Nun gut, es handelt sich um die Tankstellen-Map und wir können nur hoffen, dass wir nicht hier oder da starten. Am liebsten würde ich hinterm Gebäude starten oder eventuell notfalls auch da hinten bei den LKWs, aber nicht hier seitlich. Mal gucken, wo wir beginnen. Roger, Big Sky. Reading you 5x5. Strike 1 has the green light for deployment. Sehr gut. Hier hinten, hinter dem Gebäude, kann man sich einigermaßen wohlfühlen. Und wir haben jetzt auch unseren Motion Tracker mit am Start. Können wir direkt mal überprüfen, ob sich irgendwas hier drin aufhält? Nein, tut es nicht. Ist doch schon mal schön. Eventuell könnten wir ein paar Rookies hier aufs Dach hochschicken. Wäre eventuell sinnvoll. Aber lass uns erstmal nicht zu weit vorrücken. Mhm. Du gehst doch mal hier hin. Ah, da vorne ist ein Dreierpod. Könnten Drohnen oder Sektoiden sein. Moment. Direkt voraus. Also hier irgendwo ist ein Meldkanister. Und knapp daneben hier irgendwo ist der Pod. Alles klar. Na dann, stürmen wir die Bude. Vielleicht haben wir ja Glück und die kommen zu uns. Wir lassen es definitiv langsam angehen. Und das Meld hat keine große Priorität, denn das Überleben der Rookies ist deutlich wichtiger als der Meldkanister. Schauen wir mal, ob die sich jetzt irgendwo hinbewegen, wo wir sie abfangen können. Sektoiden erwartet. Ratten ebenfalls erwartet. Haben wir jetzt Drohnen rausgehört? Ich weiß es nicht. Na dann schauen wir mal, ob wir hier so triggern. Nein, das ist gut. Dann bringen wir uns da mal in Position. Nicht zu weit vorrücken, Leute. Eventuell müsste ich überall noch einen Schritt weiter vor, damit wir da vorne in die Deckung kommen im nächsten Zug. Und das spielt auch keine große Rolle. Du könntest hier hingehen. Und triggerst mir nichts. Sehr gut. Ja, die befinden sich da irgendwo. So, schauen wir mal, ob wir uns da anschleichen können. Alternativ könnten wir hier auch durch diese Tür gehen und hier die Tankstelle besetzen. Dann schauen wir mal, dass hier so weit hinhaut. Oh, hi. Oh, da geht einer aufs Dach hoch. Das Beste, was wir jetzt machen können, ist die Sichtlinie zu unterbrechen und darauf warten, dass die zu uns kommen. Die Frage ist, siehst du von hier aus etwas oder jemanden? Ja, das ist schlecht. Sehr schlecht sogar. Siehst du mir hier hin? Gunner, siehst du von hier aus? Nein, das ist hervorragend. Dich verstecken wir. Dich verstecken wir ebenfalls. Was ich mit dir machen soll, keine Ahnung. Auf jeden Fall will ich den Meldkanister irgendwie haben, ohne dabei meine Rookies zu gefährden.
Mal gucken, ob die uns jetzt in unseren Overwatch reinrennt. Das wäre ein Traum. Leider nur 3 Hitpoints runtergeschossen. Dass du dich jetzt hier aufhältst, finde ich jetzt nicht so toll. Oh oh. Nicht mein Gunner. Gut. Glück gehabt. Nun, wir könnten die Zapfsäule hochjagen, aber das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Soweit, so gut. Die Frage ist, kann ich da irgendwie die Mauer wegsprengen? Ohne den Sektor damit zu killen. Was haben wir eigentlich da für Trefferchancen? 21% ist ja so gut wie nichts. Dann schauen wir mal, ob wir hier sprengen können. Könnte funktionieren. Muss nicht, aber könnte. Also probieren wir es auch. Jawohl. Ein flankierter Sektor zu mitnehmen, wenn ich bitten darf. Und zwar kümmerst du dich mal darum, Kusanis. Sehr schön. Bleiben noch 3 übrig. Dann könnten wir den hier suppressen. Selbstverständlich könnten wir die Sichtlinie auch unterbrechen, damit wir andere Möglichkeiten bekommen. Du schaust mal hier raus. Nee. Du kannst dann wieder hier hingehen. Siehst nichts, das finde ich gut. Alternativen. Wie kannst du nicht sehen, wenn dieses Feld hier flankiert ist? Naja, spielt keine Rolle. Warte einfach ab. Genau, du bekommst jetzt wieder deinen Mindmerch. Die Frage ist, ob du rennen wirst. Weil dann haben wir nämlich einen Gratis-Schuss mit Opportunist. Nee, er zieht den Kopf ein. Soweit, so gut. Das Meld werden wir nicht bekommen. Das läuft gleich vor unseren Augen aus. Gibt es eine Möglichkeit, die von ihrer Deckung zu trennen? Da fehlt mir ein Meter. Du hast keine HE. Ja, da fehlt es wirklich an Reichweite. Oh, komm mal, du kommst hier hin. Bitte nicht. Sehr gut. Aber du hast keine HE. Wieso zur Hölle hast du keine HE? Dann geh du mal hier hin. Schau mal, ob du so weit werfen kannst. Will nur die Mülleimer loswerden. Nicht mehr. Scheint aber nicht zu funktionieren. Das ist schlecht für uns. Dementsprechend bekommen die beiden hier eine Flashbang. Besser als gar nichts. Da könnten wir mal vielleicht in der nächsten Runde eine Flanke angreifen. Gut. Rück du mir mal vor. Probier's einfach. Erst daneben schießen kannst du nicht. Wobei ich sagen muss, die Suppression wäre die bessere Variante gewesen. Die sicherere auf jeden Fall. Nein, aufs Dach gehst du nicht. Mal wieder lustig, wie mir das Spiel das Dach aufzwingen möchte. Schieß mal auf den hier. Nope. Probier's mit dem hier. Probieren geht ja bekanntlich über Studieren. So, von hier aus kannst du in der nächsten Runde das Fenster erreichen oder hier hingehen. Frage ist, die Tür würde ich auf jeden Fall noch nicht aufmachen, da wir nicht wüssten, ob sich da was befindet. Das wäre eventuell fatal. Bitte, geht doch. Einer weniger. Du gehst mir dann hier hin. Und lädst nach. Sehr schön. Naja, renn weg. Danke, dass du uns verraten hast, wo sich der nächste Bot befindet. So, wie komme ich an das Meld daran? Ja, das könnte hier irgendwann mal verbrennen. Du mir mal hier hin. 35% könnte treffen. Trifft auch, aber leider nur für 2. Nun gut. Eventuell bekomme ich
einen von denen hier näher ran. Genau, funktioniert. Man muss immer wieder nur Platz machen. 36%. Sehr schön. Ein weiterer Sektoid liegt uns tot zu Füßen. Geh mal hier hin. Wir werden schauen, ob wir mit dir das Melt schnappen können. Sieht nicht danach aus. Wenn mich das Feuer hier nicht nervös machen würde, dann würde ich mich da direkt hinstellen. Ja, 16% ist so gut wie nichts. Kriegst du eine Smoke da hinten hingeschmissen? Nein. Da hinten haben wir ein kleines Problem. Ja, hier brauche ich mich nicht hinstellen, weil sonst blockiere ich hier dann Overwatch. Eventuell könnte ich mich hier hinstellen. Oder du gehst schon mal hier hin, damit wir in der nächsten Runde weiter vorrücken können. Wäre eventuell auch sinnvoll. Das war so gemein von den Sektoren, dass sie sich da oben auf dem Dach versteckt haben. Genau, geht zum Kohleautomaten, 49%. Und erledigt. Naja, wobei, das ist ein Wasserautomat. Und kein Kohleautomat. Oh, oh. Wäre schön, wenn man auch mal eine Mission ohne Verletzung abschließen könnte, oder? Ein Feldposten. Und da ist das Melt abgelaufen. Nun. Du lädst mal nach. Das führt hier zu nichts. Naja, hier gönnen wir uns definitiv erstmal eine Smoke. Na, guck mal. Hier brennt es nicht mehr. Aber wir sehen da beide. Ja, vielleicht machen die einen Unsinn und bewegen sich. Du lädst hier hinten erstmal nach. Ducken wäre auch eine Option gewesen. Du lädst auch mal nach. Hoffen wir einfach mal, dass die näher kommen. Denn was haben die denn sonst für andere Optionen? Andere Optionen, die Sinn machen würden. Da stehen bleiben und nur zu Tode campen. Ja. Weil momentan steht es hier bei einem Putt, bis jemand mal zufällig trifft. Deswegen wäre ein Scout nicht schlecht gewesen. Und die sehen genau bis hierhin. Das bedeutet, wenn wir uns da bewegen, lösen wir einen Overwatch aus. Wollen wir das? Nein. Na komm, ändern wir mal unsere Taktik etwas. Vielleicht kommen die näher ran. Wäre ja auch schön. Aber die könnten uns jetzt sauber mit dem Mindfray abschießen, wenn die es darauf anlegen würden. Ja, da schießt einer schon mal. Das ist toll. Beide haben geschossen. Alles klar. Und es gibt auch noch ein Mind-Merge, weswegen die da kein Overwatch haben, was uns erlaubt, ja ein bisschen vorzurücken. Verbessert es meine Trefferchance? Nicht im geringsten. Hab ich hier eine Flashbang? Sagt mir das jemand mit einer Flashbang? Ich habe hier keine Flashbang. Du hättest eine. Du bist so weit von out of position. Geh mal hier hin. Das ist schlecht. Überall fehlt ein Meter. Ja, vielleicht können wir uns über die Runden ein bisschen näher ranschleichen. Wir könnten jetzt mal den einen hier mal suppressen. Damit er nicht mit seinem Mindmerge auf dumme Gedanken kommt. Wäre mir auch irgendwie wichtig. Du sprintest mir mal hier hin. Gut. Und du wartest hier. Sicherst einfach mal ab. Und ich bekomme jetzt der andere Mindmerge. So einmal. Moment, kommen wir da ran? Ja, das sieht mir nach einer sauberen Flanke aus. Wenn wir dabei nichts weiteres triggern, dann funktioniert das. Also, du bekommst du jetzt erstmal
Suppression. Damit dein Overwatch nicht mehr funktioniert. Dann gehen wir mal hier hin, in der Hoffnung, dass wir nichts triggern. Und wir triggern etwas. Gut, die gehen alle darüber. Wir sind alle außer Rand und Band. Dann eliminieren wir dich. Sehr schön. Du wirst dann einem Overwatch zum Opfer fallen. Hast du hier irgendwo eine Flanke? Nein. Der wird auf jeden Fall rennen. Komm mir, was wolle. Dann rückst du mir hier mal auf. Du rückst auch auf. Hm. Suppression. Achso, du hast ja bereits deine Suppression gemacht. Nun gut, dann lauf, mein Kleiner. Der dürfte es nicht in die Flanke schaffen. Na, hoffen wir mal, dass er trotz Mind Merge genug Treffer kassiert durch unsere Overwatches. Das wäre ein Traum. Was fies wäre, ist, wenn er jetzt zu einer Gegenflankierung aufbrechen würde. Zweimal Mind Merge ist in Ordnung. Ja, der erste bewegt sich. Und hat unverschämtes Glück, dass wir schlechte Schützen dabei haben. Und er löst sämtliche Overwatches aus. Eigentlich waren die für den hier vorbereitet. Was, der hat sich gar nicht bewegt? Oh, noch mehr Meld. Nun gut, das Problem ist, wir wissen nicht, ob sich irgendetwas von da aus angeschlichen hat. Das macht das Ganze ein bisschen problematischer, aber ich werde hier die Flanke nicht herschenken. Oder vielleicht doch. Dann wirst du suppressed, weil du rennst auf jeden Fall. Oh, 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 oh. Da sollte ich eventuell mal weg. Hm, das hier ist keine Flankierung, weil man durch den LKW nicht durchgucken kann, da es eine volle Deckung ist. Aber ich werde... Moment. Du kannst ihn sehen? Ernsthaft? Warte mal ab. Du rückst ebenfalls einen Meter näher ran. Du gehst hier hin, in die volle Deckung. Und du verschwindest da, falls die Suppression fehlschlägt und uns alles um die Ohren fliegt. Die Frage ist, wohin? Ich würde mal sagen, vorzugsweise hier hin. Ich hätte auch hier hin sprinten können. Aber wusste ich doch, dass sich da einer über die Flanke anschleichen möchte. Jetzt nämlich auf eine ähnliche Art und Weise probiert. So, jetzt bewegt er sich. Overwatch mit Opportunist, der leider daneben schlägt. Aber ich habe immer noch drei Overwatches, die auf ihn gerichtet sind. Die alle daneben gehen. Was ich jetzt nicht so toll finde. Oh oh. Au, jetzt haben wir wieder unseren Verletzten. Feldborsten. Ich glaube, wir leben noch. Oh, du bewegst dich weg. Das mit durchaus gutem Grund. Naja, schwamm drüber. So, kann ich da jetzt gefahrlos abziehen? Hm, Flankenmanöver bringt uns hier eh nichts. So, wie weit bist denn du entfernt? Eins... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hm. Na komm, probier's. Auch ein Luckshot kann mal treffen. Ja, du musst da weg. Dementsprechend gibt's hier weiter Luckshots, die uns leider nicht weiterbringen. Und du siehst nur den da hinten. Naja, kann auch treffen. Hm. Die Frage ist jetzt wirklich, ob er weit genug weg ist. Beziehungsweise irgendwie, ob es da eine Sichtsperre gibt.
Nee, das sieht mich ganz genau. Wenn ich hier hingehe, dürfte ich den Overwatch nicht triggern. Das Problem ist, wo verstecke ich dich dann als nächstes? Weil der ist ja bereits in der Flanke drin. Der muss ja nur noch die 2 Meter laufen. Du musst mal nachladen. Also soll ich jetzt riskieren, da wegzurennen, oder? Moment, wir gehen mal anderweitig vor. Du gehst mir mal... Ja, das ist immer wieder schön, wenn eine volle Deckung nicht als volle Deckung zählt. Aber jetzt ist wenigstens der Weg frei. Damit wir uns hier zurückziehen können. Die Frage ist nur, wohin? Hierhin? Am liebsten wäre es mir hierhin, aber das ist einfach zu weit. Oder hierhin. Na komm, geh hierhin. So, niemand ist mehr in Sicht. Dann würde ich mal sagen... dass du mal nachlädst. In der Hoffnung, dass du hier nicht flankiert wirst. Aber schön, wenn es eine defekte volle Deckung gibt, durch die man voll und ganz durchgucken kann. Ich glaube, das ist eine der wenigen vollen Deckungen, wo man durchgucken kann. Genau, du ziehst dich zurück, finde ich nett. Gut, braver Sektoid. Ja. Sehr schön. Die Frage ist, kann ich dich flankieren? Was machst du? Genau, schieß durch die volle Deckung durch. Als ob es nichts wäre. Und da hat sich der nächste Mechanister verabschiedet. Keine Feldposten so weit. Und ja, ich kann nicht flankieren. Machen wir. Wenn du mir die Flanke schon so bereitwillig anbietest, nehme ich sie mit. Blöd halt nur, dass ich hier Rekruten habe, die halt nichts treffen. Ja. Ja, du musst nachladen. 36% kann treffen, muss aber nicht. Trifft. Für 2. Du, nachladen. Du sprintest mir mal hier hin, damit ich dich ein bisschen mehr in der Offensive habe. Damit du mal deinem... Ja. Auf Schutzauftrag nachgehen kannst, habe ich meine Medikits hier. Hier hin und nachladen? Oder erstmal hier hin und nachladen? Weil zusammenflicken muss ich dich. Geh erstmal hier hin. Dann trefft ihr euch beide in der nächsten Runde hier. So, der wird jetzt auf jeden Fall laufen. Oh, guck mal, da hinten ist noch irgendwo einer. So, die ziehen sich alle zurück. Ja, blöd, dass du so weit laufen kannst. Sehr mutig von dir. Ich glaube, da bettelt wirklich mal einer um eine Granate. Jetzt weiß ich schon wieder nicht, ob ich mich da rantrauen kann. Bleib erstmal hier. So, ihr beiden, wie gesagt, ihr trefft euch mal hier zum Zusammenflicken. Die Verwundung werde ich schon nicht mehr los, aber naja. Zumindest wirst du mir nicht mit einem Schuss umgeschossen. Ist ja auch schon mal was wert. Genau, easy now. So kann ich dich jetzt... Ja, bringen wir dich wieder an die Front zurück. Ich konnte da ungesehen hinkommen. Sehr gut. Und da du so extremst nach einer Granate bettelst, sollst du auch eine bekommen. Die soll dich nicht töten, aber dafür ein bisschen Mürbe machen. Ah, ein HP ist übrig geblieben. Und ich habe potenzielles Meld zerstört. Du bleibst hier stehen. Genau, dann flicken dich deine Kollegen erstmal zusammen. Hat der gerade auf seinen Kollegen geschossen oder auf meinen Rookie? Wir wissen es nicht. Ah, der hat nachgeladen. Sehr schön. Kommt wieder einer zurückgelaufen in die halbe Deckung.
Nun gut. So, Mädels. Keine Feldposten soweit. Also aufrücken. Glücksschuss. 36%. Kann treffen, muss aber nicht. Trifft für 2. Na, die werden sich mit Mindmerch zwar alle wieder hochheilen, aber macht ja nichts. So, 20, 31, 16. Na komm, probier's. Ja. Ist in Ordnung. Du gehst dann wieder hier hin. Feldposten, falls was vorrücken sollte. Diese Flanke möchte ich ehrlich gesagt gar nicht mehr nutzen. Oh. Interessant. Geh erstmal hier hin. Klar, hier wäre es mir zwar lieber gewesen. Wo steht er? Da hinten, flankiert. Das könnte ein Double Kill werden, wenn er mal trifft. Sehr schön. War ja nur eine Frage der Zeit, bis man hier auch mal was trifft. So, du rückst mir mal hierhin auf. Suppresst mir den mit voller Gesundheit. Damit er nicht auf dumme Gedanken kommt. Genau. Lach ruhig weiter. Wird ja nichts nützen. Oder schreit er um Hilfe? Wir wissen es nicht. Ach, der hat nachgeladen. Komme ich mit einer Flashbang ran? Natürlich nicht. Also dann, feuerfrei. Probier's. Ist in Ordnung. Gut. Suppressen wir... Ach, dich sehen wir gar nicht. Müssen wir schauen, dass wir dich ausgeschaltet bekommen, was auch funktioniert. Sehr schön. Das freut mich jetzt wirklich. Womit wir jetzt ein bisschen nachrücken können. Ja, von der Zapfsäule. Ja, die Linie ist jetzt sauber. Dementsprechend kannst du mal hier hin vorrücken. Du gehst mal hier hin. Hm, nein. Führt zu nichts. Suppression ist ja die bessere Wahl. Und er hat ja jetzt nachgeladen. Die Frage ist, kann ich da noch was triggern? Da solltest du dich eigentlich relativ sicher fühlen. Geh erstmal hier hin. Nichts. Gut, geh hier hin. Oh, doch noch ein Pott. Alles klar. Und die sind jetzt dran. Und er ist flankiert. Er wird rennen. Wenn ich es richtig verstanden habe. Kopf einziehen oder einfach rumzustehen ist eigentlich keine Option für den. Weil wir sind ja in seiner Flanke. So, jetzt läuft er. Dankeschön. Dann haben wir nur noch einen Pott übrig. So, jetzt sollten wir uns da mal irgendwie aufstellen, damit die uns in unsere Overwatches reinrennen. Ganz genau. Hier stehen bleiben? Nein. Wir müssen aufrücken. So, du gehst dann hier hin. Wäre ja gelacht, wenn wir die nicht klein bekommen. Und du gehst hier hin und lädst nach. Du passt dir Obacht, falls die hier lang kommen. Sollten die in dieser Runde nicht hier lang kommen, dann müssen wir aufpassen, dass die nicht da außen rum laufen. Oder wir schicken dich jetzt außen rum. In der Hoffnung, dass da kein weiterer Pot ist. 2 Overwatches, einmal 14, einmal 15%. Ja. Schade. So, jetzt kann er auf uns schießen, wo wir in halber Deckung stehen. Au. Wo ist mein zweites Medikit? Oh, oh. Und da kommt der nächste angelaufen. Der wäre jetzt aber erledigt. So, Medikits abchecken. Weil das war jetzt wirklich unnötig. Nun gut, gehst du mal hier hin.
14%. Geh erstmal dahin. 18%. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen schneller machen. Immerhin guter Schaden. Ah, du hättest auch ein Medikit gehabt. Naja, deiner reicht ja aus. Du gehst dann hier nach vorne. 40%, probier es einfach. Weg mit dir. Eieieiei, ich wusste doch, dass es ein Fehler ist, in die halbe Rückdeckung vorzurücken. Man kann ja nicht alles haben. Rück mal hierhin vor. Was, das ist nur noch ein Schuss in der Kammer? Der Truck brennt. Trotzdem schießt du. Na gut, wir können dich flankieren. Oder der Truck explodiert zuerst. Du musst halt nur noch herausfinden. Na, guck mal, da zieht sich einer zurück, der andere ist... Also beide im LKW drin. So, du stabilisierst mir mal. Verdammt, war das hier fatal. Beinahe zwei Rookies verloren. Dass der Truck noch nicht hochgegangen ist, finde ich schade, weil somit kann ich mir die Flankierung sparen. Du gehst jetzt mal hier hin. Ja, da wäre der andere Meldcontainer gewesen. Du. Weg mit dir, würde ich behaupten, oder? Du hier einen Feldposten. Du hier erstmal auch einen Feldposten. Und der schießt nochmal. Der ist ja mutig. Also wenn der Truck jetzt nicht hochfliegt. Ja, die Mindmerchen wieder. Und du verbrauchst hier mal einen Overwatch. Gut, dich können wir flankieren. Geht die Karre hoch? Wissen wir nicht. Was wir wissen ist, dass einer hier steht. Oh, hinter voller Deckung, wie es aussieht. Im Feldposten eventuell? Ja. Oh nein. Oh nein. Au. Ich weiß, da kannst du flankiert werden, aber halte dich trotzdem erstmal wieder hoch. Dann muss ich mal anfangen, euch da zu stürmen. Siehst du den? Nein. Können wir es ja folgendermaßen machen. Wir flankieren dich hier und setzen dann hier unseren Gunner ein zum Suppressen. Wäre eine Möglichkeit. Du rückst mir hier auf jeden Fall mal vor. Und lädst nach. Feldposten. Du rennst mir mal hier hin. Ich brauch dich da. Flieg die Karre jetzt mal hoch. Ach, wenn das wenigstens ein Treffer gewesen wäre. Das wäre schön. Genau, die machen da wieder Volksversammlung da drin. Dann wird hier wieder ordentlich gemindmerged. Also einer steht da. Der andere ist jetzt wieder hier rausgerannt. So, dich können wir flankieren, auf jeden Fall. Eieieiei. Dass die es meistens so kompliziert machen müssen. So, weg mit dir. Wunderbar. Du. Steht ja wieder im Overwatch. Auf jeden Fall haben wir hier eine Flankierung. Die könnte treffen. Du ziehst nicht. Du ziehst dich weiter zurück. Du. Ja, der Truck könnte bald hochgehen. Du gehst mir dann mal hier hin. Setzen wir die mal ein bisschen unter Druck, ne?
Und dann immer noch dasselbe Problem hier mit dem Truck. Dementsprechend gehst du mal hier hin. Und das war's dann mit meinem Zug. So, was macht ihr? Oh. Das war ein Yellow Move. Und du triffst nichts. Ja, ein sehr mutiger Schritt. So machen wir euch platt. Also erstmal hier hin. Weg mit dir. Du könntest eventuell noch einen Kill vertragen. Aber es wäre schon böse gewesen, hätte ich hier wirklich zwei Rookies verloren. Das wären minus 40 XP. Geh näher ran. Dann ziehst du mir deine Pistole. Und schießt auf übelste Art und Weise daneben. Nun, was ich machen könnte, wäre dich zu suppressen. Das ist auf jeden Fall eine Option, weil er rennen wird. Jetzt muss ich halt nur feststellen, wie ich meinen Rookie hier beschützen kann. Geh mal hier hin. Feldposten, Feldposten. So, lauf kleiner. Ach, und du überlebst es auch noch. Kommst du zu uns hier raus? Tatsächlich. Ach, diese Treffsicherheit, ne? Die ist so verblüffend. Oh, was war jetzt das für ein Move? Moment. Könnten wir dir vielleicht irgendwie einen Kill organisieren? Nein. Das war ja eine richtig coole Aktion von dir, Freundchen. Geh bitte hier hin. Deiner Pistole. Feuer frei. Oh, guter Crit. Ja. Wobei, ich weiß nicht, ob du bereits einen Kill hast. Geh mal hier hin. Und Feuer frei. Sehr schön. So, dann können wir gleich mal gucken. 15. Ob unsere Niedergeschossene auch eine Beförderung bekommt. Yay, Excavation complete. Sehr schön. Er hätte vielleicht doch einen zweiten Bodyguard mitgeben sollen. Wäre die klügere Wahl gewesen bei einer Swarming Abduction. 22 Tage, 24 Tage, aber alle sind befördert. Selbst mein Bodyguard. So, dann gehen wir bei dir auf Holo-Zielen. Ja. Alles andere macht ja keinen so großen Sinn. Covering Fire würde Sinn machen, wenn ich hier nicht auf Heat-Ammo oder Shredder-Ammo verzichten müsste. Weil wenn man auf das eine hier verzichtet, dann ist der Gunner halt nicht mehr ganz so viel wert. Nehmen wir Holo-Zielen. Sehr schön. Damit kannst du noch ein besserer Bodyguard bzw. Babysitter werden. 1, 2, 3, 4 Verletzte. Davon 2 schwer. Aber gut, wir haben sämtliche Leichen nach Hause gebracht. Ein bisschen Meld. Naja, was soll's. Wir haben ja noch genug Rookies. So, 215 Credits haben wir beisammen. Dementsprechend sollten wir mal damit hier anfangen, einen Fission Generator zu bauen. Das dauert 10 Tage. Dann können wir hier ein Labor hinstellen. Was kostet ein Labor? 200, oder? Ja. Und 4 Power. Na komm, in den 10 Tagen bekommen wir das Geld zusammen. Dementsprechend können wir hier schon mal ausbuddeln. Ist ja auch nicht verkehrt. Ja komm, wir haben noch reichlich Rookies. Keinen Toten. Auch ein... wie schaut es denn eigentlich aus? 25 Willenskraft nur noch. Amia, ich glaube, sie wurde so böse niedergeschossen, oder? Ja, schade um die Willenskraft, aber hey. Man ist nur ein echter XCOM-Soldat, wenn man auch mindestens einmal niedergeschossen wurde. So war das schon immer und so wird es auch immer sein. Und solange die dabei nicht draufgehen, ist alles in Ordnung. Mission bitte. Moment, ich wollte mal gucken, wie es um die Panik steht. Ja, da ist das UFO vorbeigeflogen oder war es schon auf Orange?
Weiß ich gar nicht mehr. Naja, Mexiko ist auf jeden Fall ein bisschen stabiler als sonst. Ja, Brasil ist ausgestiegen. Nun, dann können wir uns ja auf Europa konzentrieren. Wäre ein Land in Europa ausgestiegen, dann hätten wir uns zuerst hier was geholt. Aber naja, das passt schon soweit. Xenobiology? Ah, eine Abduction. Heavy. Nun gut. Stellen wir die Truppe zusammen. Ich glaube, wir nehmen immer noch unseren Babysitter mit, damit wir sie relativ zügig hochpushen können. Dann hätte ich diesmal gerne doch mal einen Scout dabei, für alle Fälle. Was haben wir eigentlich für eine Map? Several buildings in a large combat, in a large combat zone. Mobilität und Hitpoints. Diese Kombi ist nicht verfügbar. Gut, dann machen wir hier aus Gustavo einen Scout. Mhm. Sehr schön. Gustavo kann dann von mir aus eine Shotgun mit sich mitführen. Motion Tracker und ein Battle Scanner. Ohne den Battle Scanner Perk ist der Battle Scanner zwar nicht ganz so gut, aber besser als gar nichts. Will ich hier auf den zweiten Motion Tracker verzichten? Ich glaube ja. Der eine ist ja nur Backup. Dementsprechend nimmst du mir ein Laser Sight mit, damit deine Overwatches noch tödlicher werden. Und dann füllen wir das Ganze wieder mit Rookies auf. Violetta ist wieder da. Sie war ja in der ersten Mission mit dabei, wenn mich nicht alles täuscht. Konnte nicht befördert werden. Dann nehmen wir April mit. Lauter Mädels hier. Ah, komm mal. Da haben wir ja einen Kerl. Und hier ebenfalls. Drei Medikits sind in Ordnung. Dann hätte ich gerne eine HE-Granate. Sonst passt bei dir alles. Du. Kein Carabine, das Assault Rifle. Alleine nur wegen dem Damage. Weil was bringt dir Treffsicherheit, wenn du kein Damage machst, ne? HE und Flashbang. Du ziehst bitte einen warmen Pulli an. Nimmst mir auch nochmal eine HE mit. Und Mr. Suzuka schleppt mir dann mal eine HE und eine Smoke mit. Ja. Das sollte soweit aufpassend sein. So, meine Freunde, und ich würde mal sagen, die Mission schauen wir uns wie immer im nächsten Part an. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken, wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.